Hallo wieder zu Forge of Empires mit mir, dem Maru. Ich habe einen sehr guten Tipp bekommen. Mach doch mal eine Gilde. Also machen wir doch mal eine Gilde. Nennen wir sie Dalukat. Erstellen. Dalukats Gilde. So. Jo. Mitglieder kann man einfach klicken, alle Freunde einladen. Nö. Stufe Low. Haben noch keine Kämpfe gemacht und nix. Alles gut. Direkt, ich suche einen, der die Verwaltung übernimmt, weil ich wahrscheinlich keine Zeit dafür habe. Daher, wer das Ganze dann managt. Symbolmäßig haben wir zur Auswahl. Wir sind natürlich die roten. Adler. Jetzt bin ich verwirrt. Aber nochmal vielen Dank an alle neuen Leute, die sich angemeldet haben und die meine Freundschaftsanfrage geschickt haben. Wie immer, falls ihr noch dazukommen wollt, die Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung. Profiltext der Gilde. So. Jetzt glaube ich eine Gilde, oder? Nee. So, König Jason. Ja, trotzdem mal durch alle durch. Nochmal, du kaum was so Neues gebaut haben. Na, ich habe keinen Vorsprung übrig. Warte mal. Einen will ich wenigstens spenden. Nochmal zwei. Stufe 8, Stufe 7, Stufe 5. 5, 3. Ach cool, sehen sie gut aus. Aber dann kriege ich nicht mehr was Basisches. Nee, nee, dann helfe ich da nicht. Ey, hier sieht gut aus. Ach, immer nicht zu viel, weil da keiner was gemacht hat. Dann hier zu dem komischen Dom. Genau, hier. Bei Vorsprung drücken wir direkt auf. Alles gut. Dann motivieren wir natürlich noch irgendwas. Ne, polieren wir doch. Motivieren wir doch. Ich habe vergessen, was man motivieren soll. Lampenfabrik, Zeppelin. Also viele Sachen hier, die Allwerkstoffe motiviert. So. Auf zu König Jason. Wie kann ich niemanden zur Gilde einladen? Muss ich mir jeden Namen einzeln merken? Das war oft auch schön hier. Viel zu gebaut. Nee. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie lade ich die Leute zu einer Gilde ein? Das muss ich jetzt noch rausfinden. Naja, hier. Ruhmeshalle. Auch sehr schön. Einfach mal alle durch nochmal, ne? Was ist so schönes Bauen? Polieren, eigentlich das Wichtigste. Die Schule wird poliert, weil die muss ja schön aussehen für die Leute. Das heißt online, ne? Ah, die sind gar nicht da. Ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste. Die Ausrüstung zu polieren ist nicht so wichtig. Ich habe immer so ein Problem mit der Glücklichkeit der Leute. Feuersturm. Na, wo LOL King, Dark Dreamer, Hirsts Feuersturm, der Blanke. Wir hatten schon König Jason, Weißkurs. Noch Nachrichten bekommen, die lese ich auch noch gleich vor. Ja. Sieht doch ganz schön aus hier, ne? Asgnadon lädt ein bisschen langsam, aber ist natürlich so. Falls ihr eine Idee habt, wie man die Gilde macht, wenn ich es nicht in der Folge rausgefunden haben soll, bitte schreibt es mir. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Leute einladen kann in die Gilde. Der Pain Dealer.
Den motiviere ich mal seine Töpferei. Obwohl, ne, sieht aus, als bräuchte er hier voll die Motivation. Luxigor bestimmt auch. Den polieren wir doch glatt mal seinen Triumphbogen da. Hilda Getzen. Die motiviere ich. Ne, du brauchst dringend Freundlichkeit hier. Waterloo Gaming. Oh, der hat eine Gilde. Anfänger, Finger. Wow. Low Gamer HD. Ah, der hat nicht mehr viel gebaut hier. Nur so ein bisschen Stadtsachen. Und das war's auch schon. So. Das heißt, gucken wir mal, wer das Gilde-System Leute einladen können. Gilde. Mitglieder. Stufe. Kasse. Verwaltung. Also, das ist das Lager gewesen, richtig. So, wie lade ich Leute ein? Okay, das heißt, ich muss wohl über sie suchen und einzeln einladen. Dann fangen wir doch mal von hinten an. Flow Gamer HD. Keine Sorge, wir werden auch noch kämpfen. Ich muss jetzt hier meine Bogenschützen ausspielen. Ich möchte jetzt mal kurz testen, ob das so funktioniert, aber hier. Okay. Funktioniert. Alles klar, das mache ich dann später außerhalb der Aufnahme. Robert, so. Fußballknöpfdrückchen. Wie immer würde ich empfehlen, das zu machen. Ich finde das ganz interessant. 4000 Vorräte für unsere Dinger ist ja für mich jetzt noch ganz schön viel. Oh, da war ja was. Moment. Nehmen wir das für die Musik. Ne, das ist nicht die Musik, das ist die Musik. Alles klar. Torschützenkönig werde ich leider nie werden. Lädt ganz schön lange heute. Oh, habe ich kein Glück, was es hier angeht heute. Komm, einmal wenigstens. Muss ich ein Paket nehmen. Wow, heute ist nicht kein guter Tag. Ah, wir haben hier wieder die Schüsse abgeschlossen. Inventar. Wie immer, ich habe da unendlich viele Schusspakete noch. Machen wir einmal und dann ist hier voll. Oh Mann, jetzt wollen wir mitmachen, meine Punkte klauen. Ah, oh, was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Come on! Für meine. Ah, oh, Glück gehabt. Puh, das war mal ganz schön knapp. Jetzt wollen wir ab in die Armee. Karte des Kontinents. Nächsten Kontinent annehmen. Wenn wir die überhaupt schaffen hier, oder ob wir da erstmal Eisenzeit-Soldaten. Boah, kann ich mal Soldaten leer spielen? Komm hier unten an. Wir haben berittene Krieger und einen Bogenschützen. Kann ich auch für Farbe kaufen. Ja. Warum nicht? So, nehmen wir den hier direkt. Wir haben leichte Einheiten und schwere Einheiten. Für die Marmor kaufen habe ich aber gerade nicht. Infiltrieren Glas können wir uns leisten. Mit dem leichten und schweren Einheiten, das heißt, die Reiter bringen mir nichts, aber die Bogenschützen bringen mir einiges. Genau, so sieht's aus. Angriff. Attacke. So.
Hier erstmal die Büsche. Wie soll man diesen Weg gleich ausnutzen da, aber egal. Ja, stechen. Oh. Kann ich nicht mehr angreifen? Ah, doch. So, die sind langsam am Rücken, langsam vor, das sollten wir schaffen. Und der schießt schon mal auf den da. Und verfehlt. Erstmal den abstechen. Einmal zu viel Speck und ich komme opfern. Okay, wir brauchen dann wirklich Bogenschützen. Ja, komm, ich mache keinen Schaden an denen. An denen aber schon. Komm, versuch's. Muss ich nur mit einem Schlag töten, dann stirbst du nicht. Nee. Ja, diese schweren Legionäre sind halt. Easy. Hat ja nur einen Haufen Soldaten gekostet. Kein Problem. Ha. Brauchen wir Wein und die haben so schon einen. Die haben nur Soldaten und Legionäre. Im Bogenschützen. Ja, das Problem ist, sie haben schon Eisenzeiteinheiten. Ich bin auch so auf Popeldingern. Lass mal aufrüsten hier. So. Also Geld. Erstmal eine Aktion sind natürlich eindeutig. Erstmal verkaufen wir die da. Und stellen wir da einen Bogenschützenstand hin. So, da die Speerkämpfer und Soldaten eigentlich das gleiche sind, verkaufen wir die auch mal. Weil Punkte habe ich eigentlich noch genug. Mal kurz, was die Forschung sagt. Forschung ist auf dem Knopf. Hier kriege ich nämlich berittene Krieger bald. Oh, kosten die viel. Das kostet mich aber auch nur Vorräte zu erstellen. Dann kommt hier oben Balliste, beziehungsweise hier unten die Legionäre. Da brauche ich aber erstmal Stein und Ebenholz. Holz, Eisen, Wein und Juwelen. Wo ich die Legionäre bauen kann. Und da kommen berittene Bogenschützen. Da kommen Söldner, schwere Kavallerie, gepanzerte Infanterie, Katapult, Berserker. Alles klar. Ja, ich muss mal die Speerkämpfer austauschen. Das ist, geht ja am Weg vorbei. Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch genug Leute dann habe. Weil ich habe richtig das Gefühl, die Leute verschwinden dann nämlich. Genau.
Kann mir gar nicht leisten, wenn dann meine Armee zu weit schrumpft. Wir haben jetzt keine Bogenschütze mehr, es könnte ziemlich nach hinten losgehen. Wenn wir angegriffen werden jetzt. Ah, die Speerkämpfer wollte ich ja auch austauschen gegen Soldaten, sobald meine Bogenschützen fertig sind. Muss ich den Reichsstall austauschen dann. Werden wir dann sehen. Ich würde sagen, damit ist die Folge auch schon wieder rum. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten wieder. Tschüss!